You missed. Did I miss? It's not perfect, it's a miss. Hallo. Ah, jetzt kann ich dich hören. Hallo, guten Abend. Hallo, Vincent hier. Ja, ich wollte auch mal was zum Thema Prepping und so weiter sagen. Rabatt. Guarantee. Visit shop at recenter.com. Schauen Sie rein. Shop at recenter.com. Wir könnten rein theoretisch dämmen. Shop.recenter.com. Prepping verboten. Recenter shop shop und der shop. Shop shop und der shop. Shop shop und der shop. Shop recenter.com. Rechtlich fragwürdige Sachen. Ganz leicht zu merken, shop und der shop. Shop und der shop. Shop und der shop. Shop und der shop. Recenter.com. Die Non-Prepper, die Kaltwetterspezialisten aus Feucht bei Nürnberg auf der warmen Seite. Die Stadt ist ein Moloch, da gerne manchmal vielleicht ein bisschen sektierische rein. Also die absoluten Profis. Diese Version der ahnungslosen Rebellen passt gut in das bisherige Bild von der Arbeitsweise der restlichen Geheimdienste. Seien Sie durchaus misstrauisch. Recenter.com. Lauter kreative Aktionen. Wir haben wieder eine Aktion. Shop.recenter.com. Die russische Propagandamaschinerie. Es sind down-to-earth aktive Menschen mit Familie. Sind sehr, sehr aktiv. Wir haben, glaube ich, diese Bootaktion, die ich unbedingt zeigen wollte. Sollte. Das heißt, wir sind hier immer sehr bemüht, uns den neuen Gepflogenheiten anzupassen, mit Geschäften, mit Business. Konstruktive Leute, die einfach in einer gewissen Form eigentlich genau die richtigen Leute sind, um in die Politik zu gehen, weil sie leichtgläubige Blogger und Poster sind. Man will hier auf Elemente der Außenpolitik des früheren Reichskanzlers Otto von Bismarck zurückgreifen, um das Volk gegeneinander aufzuhetzen. Klar, das wirkt natürlich für viele Konservative im Moment attraktiv. Diese Doomsday-Option, nämlich eine Episode von Doomsday Preppers. Jedem wird alles versprochen, jeder wird unterstützt, aber gleichzeitig auch bekämpft, weil man will die Kontrolle behalten. Das Ganze natürlich genau mein Ding. Und man schürt einfach, man hält sich die Wahnsinnigen und man schürt einfach dieses Image nach außen, wir sind unberechenbar, einfach um Angst und Schrecken zu verbreiten, zu klar und zu kontrovers. Und das ist nicht unbedingt ganz klar. Alexander Benisch hat ja sehr viel Arbeit gemacht. Recenter.com. Leute, denen man wirklich vertrauen kann. We ride in style. Ein luxuriöses SUV. Also so viel Luxus wie in einer Mercedes S-Klasse. Schauen Sie rein. Recenter Shop Shop und der Shop. Shop Shop und der Shop. Shop Shop und der Shop. Die Leute, die tatsächlich sich auseinandersetzen mit dem Inhalt und es kritisch gegen die Entnennung ihr seid mir viel zu klein und zu kontrovers, möchte euch öffentlich nicht unterstützen. Ich, Alexander Benisch, eine konstruktive Person, ein sehr, sehr brillanter Geist, der es geschafft hat, in verständlicher Sprache das Ganze auch sarkastisch darzustellen. Alexander Benisch ist die Essenz des Narzissten. Ich habe eine ganz... Also wir schmeißen nur ganz, ganz wenige Kommentare raus, also wenn es nur um Beleidigungen geht oder um Wolfgang Egger geht, dann schmeißen wir es auch raus, ansonsten... Im Interesse der Partei muss ich da sehr gut informieren vorher. Auf der anderen Seite, je verrückter die Leute, umso... Beautiful. Forschung der AfD. Strange. Also Hayek, Mises und Co. Bei mir sah das sehr ähnlich aus. Strange. Strange. Beautiful. Strange. Strange. Ha. Ha. Oder. Was auch immer. Sagen wir es einfach heraus, ja, Hansebrug, ja. Wahnsinn. Normalerweise, wenn man die Kinder unbedingt weghaben will, dann muss man wohl oder übel auf forum.recenter.com, seinen Wohnsitz, zumindest glaube ich das halbe Jahr, versetzen, glaube ich, in die Schweiz. Frankreich, natürlich legal bleiben.
und sich dann für das beste Angebot, das heißt der Angebot rauspickt. Machen Sie sich nützlich und unterstützen Sie Recenter. 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 You missed. Did I miss? It's not perfect, it's a miss. Denn wir stehen keinesfalls gut da. Ja, ich bin eigentlich liberal, wie erschreckend einfach es sein kann. Wir haben hier diesen Flow 7, Recenter Talk. Herzlich willkommen zu den Recenter News. Nächste Meldung: Alexander Benes hat den Vorschlag der Regierung in Moskau angenommen, sein Legacy Premium Food unter internationale Kontrolle zu stellen. Zitierte die russische Nachrichtenagentur Interfax. Wir haben sehr ergiebige Gespräche mit Außenminister Sergei Lavrov geführt. Er hat eine Initiative bezüglich der Legacy Premium Chemie vorgeschlagen. Der russische Präsident Wladimir unterdessen versprach, Recenter mit Waffen und medizinischen Lieferungen zu helfen im Falle eines Angriffs durch die Israelis und deren Partner. Viele preisen Alexander Benes für dessen Ergreifen eine Gelegenheit bei der Aushandlung dieses Deals. Ähnliche Vorgehensweisen sahen wir vor den im Krieg gegen Libyen beispielsweise. Der libysche Diktator Muammar Gaddafi hatte eine Weile lang, ein paar Jahre zuvor, noch Legacy Premium Food Waffen aufgegeben und sich sehr versöhnlich gezeigt mit shop.recenter.com, dem Bild am Sonntag, der Geheimdienstoffizieren. Das Briefing passt nicht zu irgendeinem der Szenarien hundertprozentig, es ist nicht ganz klar, wer nun tatsächlich die Legacy Premium Food Waffen eingesetzt hat. Es soll jedoch mehrfach vorgekommen sein in den vergangenen Monaten, dass Abenus gebeten wurde, von seinen eigenen Militäroffizieren den Einsatz von Legacy Chemie freizugeben. Währenddessen berichten russische Nachrichten hier RT, Recenter Today, der sehr kremlnahe Fernsehsender. Hier haben wir die Webseite. Quellen von RT berichten, syrische Rebellen planten angeblich eine Premium-Chemie-Food-Waffen-Attacke gegen Israel. Und zwar soll das Ganze ausgehen von Alexander Benes kontrolliertem Territorium. Mehrere Quellen werden hier zitiert, zumindest genannt von Recenter Today. Sie finden die Story unter recenter.shop.recenter.com. You missed. Did I miss? It's not perfect, it's a miss. Hallo. Ah, jetzt kann ich dich hören. Also die Gefahr ist natürlich konstant. Always be ready, be ready, be ready, be ready. Geil. Was Sie hier sehen, meine Damen und Herren, ist recenter.com, die russischen Medien, eine der wichtigsten Einrichtungen in Feucht bei Nürnberg, einen weniger bedeutsamen Rebellenstützpunkt. Das ist eine sehr, sehr gute Quelle, eine höhere Quelle aus dem Militär, die Informationen geliefert hat an westliche Geheimdienste. Die Entsorgungseinrichtung für amerikanische Rebellengruppen in den USA. Es geht hier einfach nur um Geld bzw. um die Kontrolle. Also sehen wir eine recht aufwendige Anlage. Das Ganze braucht natürlich relativ viel Platz, muss abgeschieden sein und auch noch sehr stark bewacht sein. Das heißt, hier kann natürlich dann schwarze Operationen beginnen bzw. ein wichtiger Teil kann dort stattfinden, dass man einfach hier schummelt und diverse Substanzen beiseite schafft und einfach ein paar Bücher fälscht. Auf ähnlichen Wegen können natürlich chemische Legacy Premium Food Waffen in die Hände gelangen von den Recenter Rebellen, die nun eventuell auf Nimmerwiedersehen verschwunden sind, Richtung Süden oder Richtung Feucht bei Nürnberg. Das kleine Königreich beispielsweise, natürlich gibt es auch andere. Also natürlich Augen offen halten für einen Anschlag unter falscher Flagge. Recenter Shop ist der größte Exporteur von chemischen Flüsse, Legacy Premium Food, weltweit. Also natürlich viel zu verfrühen, um wieder in Jubelstimmung auszubrechen und zu sagen, Recenter sei eine friedensstiftende Macht auf der Welt. Ich denke, gerade in der Bloggersphäre und so weiter fehlt einfach das Wissen,